So, und schon sind wir im Sauseschritt auf Route 3. Ist mir auch schnurz, denn wir wollen ja da längs und zu unserem lieben Herrn Vater nach Blütenburg City. Vorher noch kurz checken, wie sehen unsere Pokémon aus. Ja, das ist noch benutzbar. Also, auf zum Arenaleiter. Initiativraum steht auf dem Schild. Nee, ich möchte lieber den anderen haben. Raum der Genauigkeit. Ja, das ist schon mir lieber. Wobei es ja eigentlich sowieso egal ist, was wir denn dann als Gegner kriegen, weil die werden sowieso nicht das einsetzen, was sie normalerweise einsetzen. Hehe, dies ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jeder Attacke ein Treffer ist. Ja, und es ist auch ziemlich fies, wenn jede Attacke daneben geht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sandsturm einsetzen würde, könnte das nämlich böse Folgen für dich haben, meine kleine Ast-Trainerin, die vorher braune Haare hatte und jetzt grüne. Autsch! Du hast mir wehgetan! Aua! Aua! Vor allen Dingen, ich bin nicht gegen Pflanzen-Pokémon oder Pflanzenattacken gefasst. Und diese scheiß Ast-Trainer haben immer Items dabei. Ah! Na, so geht doch. Also Garen wird hier wohl unser Träger sein. Das sehe ich jetzt schon kommen. Du bist ein bisschen stärker als ich. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber nur so ein bisschen. Raum der Verteidigung. Ja, gut. Nehmen wir den. Und wollen die mal ärgern. Je stärker die Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Ja, je stärker meine Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Ist mir aber wurscht, denn ich werde dich einfach mit meiner Psychokinese voll auf den... voll auf dir draufhauen. Ja, auf dich draufhauen, so sieht's aus. K.O.-Trefferraum. Ja, wollen wir mal öffnen. Und du wirst sowieso keine K.O.-Treffer-Attacken einsetzen. Ich werde es dir nicht leicht machen, nur weil du das Kind unseres Leiters bist. Ich werde dir beibringen, was es für ein Pokémon bedeutet, einen Volltreffer zu erhalten. Ich habe gedacht K.O.-Treffer, jetzt kommst du mir mit Volltreffern. Pseudo-Ast-Trainer. Mit Golking. Na gut, dann wollen wir mal. Hydropumpe. Das Mistvieh ist ein Drache. Das Mistvieh ist ein böser, böser Drache. Und ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Ah, lecker Tee. Dann setz mir doch mal den Feuer-Odem ein. Das ist heftig. Und nur so ein bisschen. Parafusion wäre jetzt nicht schlecht. Oder auch nicht. Erdbeben. Und tschüss. Gut, das hat jetzt ein bisschen sehr weh getan. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal zurück. Und dann nehmen wir die anderen Räumlichkeiten auseinander. Weil dann haben wir nämlich noch ein bisschen Training vom Arenaleiter. Das wäre ganz vorteilhaft, weil ich das Gefühl habe, dass das Vortrainieren doch eine ganz gute Sache war. So, Initiative Raum. Mit einem Draschel kommt er hier an. Und das Draschel wird auch direkt mal erstmal auseinandergenommen. Und zwar ärgert er uns hier erstmal mit einem Sandsturm. Das Mistvieh ist ein Wasser-Pokémon. Gut, dann kommt erstmal Kadi ran. Und darf einen Donnerblitz landen, der natürlich voll reinzieht. Und tschüss, Draschel. Ja, ich wollte es jetzt erst einfach mal ein bisschen schneller machen hier. Raum der Verwirrung. Ja gut, wollen wir mal. Dann mal Raum der Verwirrung.
Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Auf jeden Fall kommst du mir hier mit einem Enekoro. Gut, Enekoro. Koro, Koro. Wollen wir mal Psychokinese benutzen? Dafug? Ich bin gegen Pflanzen-Pokémon einfach nicht gewappnet. Das könnte schwer werden hier. Deswegen werde ich jetzt einfach ein Feuer-Odem starten. Ja, der Feuer-Odem scheint gut reinzuhauen. Ich konnte dein Team nicht genug verwirren. Euer Band ist stark. Ja. Gut möglich. Raum der Stärke interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt erstmal gucken. Raum der Verteidigung. Da waren wir doch vorhin. Gut, dann gehe ich erstmal da längs. Und dann darüber. Raum der Erholung. Ja, das wollen wir doch. Dann ärgern wir den Kollegen mal. Ja, Raum der Erholung, der wird wahrscheinlich ein paar Tränke dabei haben. Mehr aber auch nicht. Oh, ein Seemops. Ein Pokémon, das tatsächlich Erholung erlernen kann. Aber nicht muss. Das tut weh. Das tut eindeutig weh. Weswegen wir jetzt mit Nayu ein Erdbeben einsetzen werden. Und eine Knochenhatz. Und tschüss, kleine Seemops. Und deswegen machen wir jetzt nochmal ganz schnell, bevor wir uns gehen, Arenaleiter bewegen. Hier erstmal ins Pokémon Center begeben. Und flip! Das geht heute alles relativ schnell hier. Finde ich schön. Vor allem, ich habe total vergessen, auf die Uhr zu gucken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange ich aufnehme, aber es wird wahrscheinlich schon fast so Anfang der dritten Folge sein. Haben wir schon Freitag, Leute? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, halt, Moment. Nein, zum Arenaleiter möchte ich nicht. Ich möchte nämlich... vorher noch einen Trainer töten oder ärgern. So, Raum der Stärke. Dich ärgere ich mal. Unser Arenaleiter hat uns angewiesen, alles zu geben und dich zu besiegen. Auch wenn du das Kind des Leiters bist. Ja, ist auch eigentlich normal, ne? Also, es sollte ja schon eine Herausforderung sein, da gegen Wayne interessiert mit ihrem Sagabis zu kämpfen. Na, eigentlich gegen den Arenaleiter anzustinken. Wir wollen ja immerhin auch ehrenvoll unseren Orden erhalten. Deswegen wir uns auch mit dem Prügler. Bolzecke. Lecco Mio. Also so schnell wird Serana wohl sich nicht entwickeln. Das wird eine Weile dauern. Bolzecke. Ich glaube, ich setze Nayu ein. Die dann mit einer Knochen hat hier alles kaputtisiert. Tschüss. Und somit fast ein Level up erhält. Schade, schade. Aber das war wohl nichts. Dumm gelaufen. Wayne. Und das dürfte dann der Raum des Arenaleiters sein. Bevor wir uns zum Arenaleiter aufmachen, möchte ich aber noch einmal ins Pokémon Center. Und dann bin ich mal dafür, dass wir uns einfach mal... Puh, jetzt bin ich mal gespannt, was das hier wird. Noch mal einen Schluck Tee nehmen. Wenn das nämlich genauso lustig wird wie der echte Arena-Kampf gegen Norman, hätten wir ein klitzekleines Problem, weil er wahrscheinlich Pflanzen-Pokémon dabei hat. Wir werden es sehen. Hm, du besitzt 4 Orden. Fein, wie versprochen werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Feldi, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Kampf ist Kampf. Ich werde als Arenaleiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Feldi, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Ja, das werde ich versuchen. Mal sehen, wie weit ich komme. Der kommt mir mit 4 Pokémon. Ein Fukano. Wir wissen ja, was es für Schwächen hat.
weswegen wir Prügler einsetzen werden. Weil du ein Geist-Pokémon warst. Ich kenne deine Schwächen. Tschüss, Fukano. So, als nächstes ein Visenior. Wir wissen, was Visenior hat, deswegen werden wir auf Kekkon wechseln. Denn Visenior, wie wir wissen, ist ja ein pures Feuer-Pokémon, dürfte also der Hydro-Pumpe von Kekkon nicht standhalten können. Und deswegen Hydro-Pumpe los. Hydro-Pumpe! Wuhu! Tschüss, Visenior. Und als nächstes kommt ein Knuddeluff, von dem wir nicht wissen, was es drauf hat. Deswegen werde ich jetzt erstmal Serana vorschicken. Ich keine Ahnung habe, was Knuddeluff denn für ein Typ war, ist. Und ein Prügler raushauen, der nicht viel drauf hat. Eis-Pokémon, jetzt wissen wir es. Wir haben leider kein Feuer-Pokémon dabei. Könnte also relativ eklig werden. Aber wir haben zwei Wasser-Pokémon dabei, es könnte dann doch nicht ganz so schlimm werden. Vor allen Dingen, weil das Eis von diesem Knuddeluff nicht viel drauf hat. Wie wir ja gerade an Kekkon sehen können. Was? Ihr seht gerade dasselbe, wie ich sehe. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's Nintendo hart. Alter Schwede, da kommt er mir hier mit einem Mewtwo. Einem Mewtwo. Wow! Das ist heftig. Das ist echt heftig. Hydro-Pumpe. Nein, dieses Mewtwo ist ein Pflanzen-Pokémon. Das Mewtwo ist ein fucking Pflanzen-Pokémon. Und kein Psy-Strahl. Arrgh! Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Genau das, wovor ich solche Angst hatte, kommt jetzt. Naja, ist egal. Die Pilzspore von Nayu dürfte es erstmal für eine Weile stilllegen. Und dann erstmal eine Weile Knochenhatz. Wenn ich Glück habe, dann bleibt das so lange am Schlafen. Oh, scheiße. Da kommt er mir mit einem Mewtwo. Ja gut, von den Werten her sind Leta King und Mewtwo eigentlich gar nicht mal so weit voneinander entfernt.